Man weiß heutzutage, dass Schlafstörungen oft aufgrund eines ungünstigen Zusammenspiels aus verschiedenen Faktoren entstehen. Erstens Stress und Anspannung. Das spielt eigentlich bei der Entstehung immer irgendeine Rolle. Das kann zum Beispiel Stress auf der Arbeit sein, in der Schule oder auch im Studium, Streit, aber auch Konflikte in der Beziehung oder familiäre Probleme. Zweitens, oft folgen daraus nicht nur so Grübelgedanken über diese Themen, sondern eben auch negative Gedanken rund um das Thema Schlaf. Das wird schon wieder so eine Nacht. Wenn ich morgen nicht fit bin, kriege ich das nie hin. Ich glaube, du bekommst die Idee. Und irgendwie kennen wir das ja auch alle. Drittens, ungünstige Schlafgewohnheiten. Das bedeutet langes Wachbleiben, Netflixen und Snacken im Bett, Mittagsschlaf. Alles nicht so super günstig, wenn es um das Thema Schlafstörung geht. Aber es ist auch wichtig zu wissen, jeder schläft mal schlecht. Man ist aufgeregt wegen irgendetwas, ist es zu heiß oder zu kalt. Das passiert mir auch andauernd. Und von einer richtigen Schlafstörung spricht man tatsächlich erst, wenn diese Probleme über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten anhalten. Das ist eine super gute Frage und die gute Nachricht ist, man kann wahnsinnig viel tun, um den eigenen Schlaf zu verbessern. Ich habe euch mal so 3 Strategien mitgebracht. Erstens, bereits tagsüber an den Schlaf denken. Einen ganz großen Unterschied macht es für viele Menschen, spätestens nach 15 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken, auch keine Mate und keine Energy Drinks. Dann sollte man möglichst tagsüber aktiv sein und sich richtig auspowern. Zu guter Letzt sollte man vermeiden, einen Mittagsschlaf zu machen, auch wenn das sehr verlockend ist. Zweitens, regelmäßige Aufstehzeiten und Zu-Bett-Gehzeiten. Das ist mit Abstand die wichtigste Strategie, die du deinem Körper beibringen kannst. Du kannst deinen Körper nämlich dabei unterstützen, sich wieder an den Schlaf zu gewöhnen, wenn du möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst und zur gleichen Zeit aufstehst. Das bedeutet natürlich auch am Wochenende, zumindest dann, wenn man Schlafstörungen hat. Und drittens, außerdem kann es extrem hilfreich sein, sich ein Abendritual anzugewöhnen. Unser Körper lernt, dass es Schlafenszeit ist, indem wir ihm bestimmte Signale senden. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man den Fernseher ausschaltet, sich noch einen Tee macht, vielleicht meditiert oder Yoga macht oder einfach auf dem Sofa noch etwas liest. Dann putzt man sich die Zähne, zieht sich was Gemütliches an und geht langsam ins Bett. Das klingt jetzt so banal, aber wirkt wirklich Wunder. Probiert es einfach mal aus. Da gibt es eine Strategie, die die meisten tatsächlich nicht kennen, und zwar aufstehen und das Bett verlassen. Wenn du nach ungefähr 15 oder 20 Minuten merkst, dass du einfach nicht wieder einschlafen kannst, dann steh am besten auf. Das klingt erstmal komisch, denn man fragt sich ja, werde ich dann nicht erst recht wieder richtig wach? Aber der Trick besteht darin, dass man aufsteht, möglichst gedämpftes Licht anmacht und sich mit einer beruhigenden Tätigkeit beschäftigt. Zum Beispiel Podcast hören, lesen oder vielleicht auch was puzzeln. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist sein Handy in die Hand zu nehmen. Denn seien wir mal ehrlich, die meisten Apps auf unseren Handys sind nicht entwickelt worden, um uns müde zu machen. Hintergrund dieser Strategie ist, wenn wir nicht schlafen können, dann wälzen wir uns ja oft von einer Seite auf die andere Seite. Unsere Anspannung wird immer größer und wir fangen an, uns zu ärgern oder vielleicht auch zu sorgen. Mit der Zeit wird das Bett so zu einem Ort von Stress und Anspannung. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Also, auch wenn es schwer fällt, lieber aufstehen und erst wieder zu Bett gehen, wenn man so richtig müde ist. Wenn du dabei gut einschlafen kannst, auf jeden Fall. Ich würde immer sagen, wenn bestimmte Rituale, die dabei helfen, in den Schlaf zu finden, klar, mach das. Wenn der Podcast natürlich so spannend sein sollte, dass du gebannt im Bett liegst und vor Spannung hellwach bist, dann vielleicht doch lieber was hören, was ein bisschen schläfriger macht.